Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Zufallsschach. Wir haben Wolfs, H3 und C3. Wir spielen gegen Jaflores Morales. Kommt mir bekannt vor, der Name. Okay, wir kriegen wahrscheinlich wieder so ein... Ich denke mal, ich spiele mal Mauer. Ja, komm, ich spiele Mauer. Hoffentlich spielt jetzt nicht C4, weil sonst ist Mauer im Arsch. Ja, das ist gut. Okay. Die einzige Idee davon ist, irgendwie E4 zu spielen. Na gut. Scheiße. Ach, Kacke. Gerne hier im E-Bauern. Soll das? Tauscht alles ab, der Typ. Dann tausche ich auch alles ab. Mann, so ein Spielverderber. Oh, jetzt hat der Springer D3. Er hätte Springer D3 gehabt. Dann hätte er meinen Läufer gewonnen. Auch passen, wenn ich noch in so einen Trick reinlaufe. So leicht verliert man manchmal. Oder sollte man verlieren. Ja, wir haben jetzt ein Endspiel. Ich werde jetzt mal versuchen, so ein bisschen auf D5 Druck zu machen. Ja, wahrscheinlich muss ich auch rochieren irgendwann jetzt. Läufer D4 ist ein cooler Zug, wenn er jetzt A5 spielt. Jetzt hängt nämlich B6, wenn der Springer... Okay, Springer D7 kann er ziehen. Weil wenn ich dann auf F6 nehme, kann er den Springer zurücknehmen. Springer F4 ist so eine Sache. Ich spiele Springer E5. Ich möchte nicht Springer F4 spielen, weil dann eventuell C3 hängt. Wenn ich auf F6 mal nehme. Okay, jetzt spielt er wahrscheinlich Turm D8. Jetzt hängt aber D5. Und A5. Ach, mein Springer hängt. Boah. Boah. Erbarme mich, Gott. Mann, hätte ich gar nicht decken müssen. Im Grund, nee, doch hätte ich decken müssen. Oh Mann. Man passt sich dem Spiel auch irgendwie an, wenn man Zufallsschach spielt, irgendwie. Bei Zufallsschach spiele ich richtig schlechter als bei anderem Schach. Das sollte ich mal ändern. So, wir werden jetzt trotzdem gewinnen.
Okay, den Bauern kann er eh nicht nehmen. Also ein Springer hängt. Yay! Haben uns zurückgekämpft, Leute. Aber ist wahrscheinlich jetzt nur noch Remis. Bin mal gespannt, was noch Remis ist. Ich stehe nicht vor am Bauern. Ach, einfach mal spielen, mal sehen. Jetzt König B3, oder? Ich jetzt A7 spiele, später Turm A2. Ja. Muss jetzt nämlich verhindern, dass er da durchkommt. Also nochmal hinter den Bauern kommt. So. Jetzt hat er kein Schach mehr. Wenn jetzt Turm H1 spielt, spiele ich Turm A6. Und ich kriege eine Dame. Yeah! Boah, wir haben noch gewonnen! Obwohl wir eigentlich eine Figur eingestellt haben. Aber er auch. Ja, okay, H3, C3. Ich spiele auch im Moment so ein komisches Schach, ey. Das kann man sich echt nicht angucken. Ich wollte hier Mauer spielen, aber hat er mir sofort zunichte gemacht, indem er einfach auf D4 getauscht hat. Ich versuche es das nächste Mal nochmal. Ja, und dann stelle ich hier jetzt sofort den Läufer ein. Ich kann nicht nehmen, weil die Dame gefesselt ist. Das heißt, ich muss den spielen. Dann nimmt er auf... Nee, nimmt er nicht. Dann nimmt er einfach F4. Dann stehe ich da. Ja, okay, jetzt entwickelt sich das halt so ein bisschen. Hier habe ich gut gespielt. Okay, Läufer D4, Springer D7, Springer E5. So, jetzt hat er einen Bauern eingestellt. Und jetzt stelle ich den Springer ein. Sehr elegant. Ich muss hier dann... Was spiele ich überhaupt? Besten wäre noch Turm D2, aber... E4, Turm C2, sieht auch ein bisschen komisch aus. Ja, und jetzt habe ich eigentlich gar nichts. Aber er stellt einen Springer ein. Das ist gut. Jetzt versuche ich einen entfernten Freibauern zu kriegen. Ja, er kann jetzt auch dahinter bleiben. Sagen wir mal, er spielt H4, König B3, Turm A1, König B4.
Er kann jetzt hierfür spielen. Ne, er muss nach H5. Dahin. F5. Okay, muss ich aufpassen, wenn ich G5 spiele, kommt Turm H8. Jetzt haben wir mal Spiel G5. Zack, zack. König B6. Wenn ich G7, Turm. G4, zack, zack. A7. König G6. Ne, direkt H3. H3, schlecht, schlecht. Ja, und das wird wahrscheinlich unentschieden werden. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die besten Züge genommen habe. Ich kann auch direkt umwandeln. Nee, warte mal. Ich jetzt direkt umwandeln, habe ich doch gewonnen. Ah, muss er Schach geben, ne? Genau. Muss er Schach geben. Aber das bringt mir ja gar nichts. Nee, habe ich jetzt ist doch verloren. Ah, was kann man irgendwie anders spielen mit Schwarz, sodass das unentschieden ist? Auf jeden Fall muss Schwarz in ihrem Königsflügel weitergehen. Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.